Alle lieben Feuerwerke. Die Lichter, die Farben und natürlich das laute Knallen. Aber Feuerwerkskörper haben alles andere als eine rosige Geschichte. Schon lange bevor es spektakuläre Feuerwerke gab, haben Chemiker in China deren Hauptbestandteil erfunden, der die hellen Lichter an den Himmel zaubert. Dieser ist das Schwarzpulver. Unsere Geschichte beginnt im alten China in der Mitte des 9. Jahrhunderts, als chinesische Alchemisten versuchten, einen Unsterblichkeitstrunk zu brauen. Stattdessen erfanden sie ein leicht entzündliches Pulver, das viele ihrer Häuser niederbrannte. Sie stellten schnell fest, dass dieses schwarze Pulver, das sie Feuermedizin nannten, genau das Gegenteil von Unsterblichkeit bewirkte. Anfangs hatten die Chinesen noch nicht herausgefunden, wie man das Pulver zur Explosion bringt. Es war sehr leicht entzündlich und ihre Armeen nutzten es, um brennende Pfeile und sogar Flammenwerfer herzustellen. Als sie dann das richtige Mischungsverhältnis für eine Detonation entdeckten, verwendeten sie das Pulver noch öfter, um böse Geister mit Feuerwerken zu vertreiben und sich mit Bomben gegen mongolische Eindringlinge zu wehren. Höchstwahrscheinlich waren es die Mongolen, die das Schwarzpulver dann auf der ganzen Welt verbreiteten. Nachdem sie die Angriffe der Chinesen abgewehrt hatten, lernten sie, das Pulver selbst herzustellen und nahmen es auf ihre Eroberungszüge nach Persien und Indien mit. Wilhelm von Rubruck, ein europäischer Botschafter in der Mongolei, brachte Schwarzpulver wahrscheinlich um etwa 1254 nach Europa. Von da an ersannen Ingenieure und Erfinder alle möglichen Vernichtungswaffen für das Militär, von Bomben und Gewehren bis hin zu Geschützen. Das Schwarzpulver hat weltweit Spuren hinterlassen, oft sehr grausame. Ganz im Gegensatz zu den schönen Lichtern, die es am Himmel erzeugt. Wie befördert das Schwarzpulver überhaupt Feuerwerkskörper in die Luft? Vielleicht habt ihr in alten Western- oder Zeichentrickfilmen mal gesehen, wie eine Pulverspur angezündet wird. Sobald die Flamme das Fass erreicht, kommt es zur Explosion. Aber warum explodiert die Pulverspur nicht? Beim Verbrennen des Pulvers werden Energie und Gase freigesetzt. Die brennende Pulverspur gibt diese sofort in die Umgebungsluft ab. Ist das Schwarzpulver jedoch in einem Fass eingeschlossen, können Energie und Gase nicht einfach entweichen. Sie sammeln sich an und dann macht es Bumm. Feuerwerkskörper haben eine nach unten gerichtete Öffnung, um die explosive Energie zu kanalisieren. Der Docht entzündet das Schwarzpulver. Die freigesetzte Energie nimmt den schnellsten Weg durch den Behälter und schießt den Feuerwerkskörper in die Luft. Die Flamme bahnt sich ihren Weg durch das Gehäuse und die gleiche Reaktion findet hoch oben noch einmal statt. Die chinesischen Alchemisten fanden zwar kein Mittel für ewiges Leben, aber sie haben etwas entdeckt, das die Welt prägen und für viele tragische Momente in der Menschheitsgeschichte sorgen sollte. Dennoch erfüllt es uns immer mit Hoffnung, wenn wir bei einem Feuerwerk feierlich in den hell erleuchteten Nachthimmel hinaufblicken. Stille deine Neugier mit weiteren Lektionen, bei denen sich Teilen wirklich lohnt, indem du diesen Kanal abonnierst.